Big Data, das ist eines der großen Themen auf der diesjährigen Demexco. Für uns Grund genug, mal nachzuhören, was sich denn auf dem Gebiet derzeit tut. Und dazu haben wir uns keinen Geringeren eingeladen als einen der Experten schlechthin, darf ich glaube ich sagen, für datengetriebenes Marketing. Er war bereits Geschäftsführer bei Tomorrow Focus und bei AOL Deutschland und steht jetzt seit 3 Jahren an der Spitze bei Otto Group Media. Herzlich willkommen, Thorsten Ahlers. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Schön, dass ihr bei uns seid. Jetzt ist das Gebiet, in dem du dich bewegst, der Retail Media, was an sich erstmal ein bisschen abstrakt ist. Deswegen können wir uns ja vielleicht einfach mal vorstellen, wir hätten jetzt einen Müsli-Riegel und würden damit zu euch kommen. Wie können wir denn mit euch diesen Müsli-Riegel verkaufen? Ja, das ist ein spannendes Beispiel, das erkläre ich gerne. Müsli-Riegel hat natürlich verschiedene Zielgruppen und wahrscheinlich auch verschiedene Ausprägungen. Bei uns gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, die Müsli-Riegel zu bewerben. Das eine ist, ich schalte eine Platzierung, sei es eine Native-Platzierung oder eine IAB-Platzierung, auf Sites wie Sportcheck, wo natürlich das Thema Bewegung, Sport, Energie ein Hauptthema ist. Ich kann auch eine Content-Integration machen, wo ich schreibe, warum Müsli-Riegel so gut sind, um Sport zu betreiben. Das ist ein Thema. Wo genau würde so eine Content-Integration? Eine Content-Integration begleitet mit Display-Werbung und einem Retargeting-Element für alle Leute, die sich diesen Content angeschaut haben. Und der Content würde wo laufen? Okay. Den würde ich auf Sportcheck verankern. Wenn's, okay, im Shop sozusagen. In dem Shop, wenn es ein Riegel ist, der für Sportler ist. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ich kenne die Zielgruppe von meinem Müsli-Riegel gar nicht so genau. Ich glaube zwar, es sind Sportler, dann würde ich einen Tracking-Pixel auf meine Landingpage draufschmeißen und würde mal gucken, die Leute, die sich für meinen Müsli-Riegel interessieren, was sind das überhaupt für Menschen? Und wenn ich einen Tracking-Pixel auf der Seite drauf habe, dann würden wir mit unseren 25 Millionen CRM-Daten die Kunden, die wir kennen, analysieren, würden dynamisch die Zielgruppen beschreiben und würden dann mit unseren Daten auf Ströer, auf Facebook, im Google Display Network Flächen dazu kaufen und würden da die Kampagnen laufen lassen. Wie konkret wird so eine Zielgruppe bei euch? Also wir haben inzwischen 160 Segmente live mit mehr als 4 Millionen Cookies. Davon haben natürlich auch einige Segmente 20, 30 Millionen Cookies, wenn es um Alter, Geschlecht geht. Und zur Optimierung haben wir nochmal ungefähr 1800 weitere Segmente. Gibt es da vielleicht verrückte Beispiele, was so ein Segment sein kann? Naja, ein ganz simples Beispiel ist eine Kampagne, die wir einen Kunden, den wir sehr viel, sehr stark begleiten, ist beispielsweise ein Kunde wie Weight Watchers, der auf Kleidergrößen 42 plus geht. Das haben nur wir mehr oder weniger, so eine Information. Ne? Und so diese Kampagnen verlängern wir auf Facebook, weil Facebook hat die Information nicht. Oder wir haben Kampagnen Kinder im Haushalt. Das ist auch eine Information, die haben wir in großer Form. Und das wären typische Segmente. Premium-Käufer. Leute, die für uns ein ganz wichtiges Segment, Personen, die immer, wenn sie kaufen, das teuerste Produkt der Kategorie kaufen. Wenn ich das weiß als Advertiser, biete ich ganz anders an, als wenn ich einen Kunden habe, der beispielsweise ein Schnäppchenjäger ist, wo ich einfach eine doppelt so hohe Conversion habe, wenn ich einen Streichpreis setze. Und all das sind natürlich Informationen, die wir eben de facto mitmessen können, weil wir das ja anhand der tatsächlichen Abverkäufe sehen können. Wie kam denn die Entscheidung, dass man sagt, man will so eine Agentur gründen und das in-house machen sozusagen und nicht mit einem Partner arbeiten? Die politisch korrekte Antwort oder die Wahrheit? Beide. Oder bleiben wir einfach nur bei der Wahrheit, das reicht. Naja, die politisch korrekte Antwort bedeutet, es gibt einen Approach von Otto, der heißt Participate. Participate bedeutet, wir wollen die Kundenbeziehung über das Handelsgeschäft hinaus mit anderen Geschäftsmodellen monetarisieren, mit anderen Geschäftsmodellen, die vielleicht eher Blue als Red Ocean sind, wo wir weniger Wettbewerb haben und aufgrund der Assets, die wir aus dem Kerngeschäft beziehen können, einen erheblichen Wettbewerbsvorteil haben. Das ist die strategisch korrekte Antwort. De facto würde ich sagen, wir haben irgendwann festgestellt, dass Amazon in diesem Gebiet so viel Gas gibt und dass da neben Facebook das nächste große Erfolgsmodell vom digitalen Advertising kommt und haben dann gemerkt, nachdem Amazon hier zwar, ich glaube 2009, den ersten Demexco-Stand hat und der war halb so groß wie dieser, ist der Demexco-Stand von Amazon Jahr für Jahr größer geworden. Die aktuelle Größe können wir heute ja beobachten.
haben wir einfach gesagt, das ist ein Geschäftsmodell, wo wir mit rein wollen. Amazon ist ein gutes Stichwort. Die machen ja bereits Milliardenumsätze mit Retail Media. Auch Alibaba zum Beispiel, internationaler Konkurrenz, macht bereits 50% des Umsatzes mit den Retail Media. Und noch mehr Prozent der Erträge. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man da mithalten oder was sind Strategien oder vielleicht auch ihre Vorteile gegenüber der Konkurrenz? Naja, Philipp Missler hat das ja so schön in der Horizont gesagt, dass er sagte, wenn es einen Wettbewerber im deutschen Markt, im Retail Media zu Amazon gibt, dann ist das die Otto-Gruppe in Kombination mit Ströer. Und genau so ist es. Ich war ja lange Zeit bei Tomorrow Focus, wie du erwähnt hast, und mein Chef Christoph Schuh hat immer gesagt, im Mediageschäft zählt der Satz, Size matters, quality too. Das heißt, wenn du ein relevanter Partner für große Advertiser sein willst, musst du einfach Größe haben. Und Größe haben wir in Kombination mit Ströer, wo wir 60% unserer Nutzer jeden Monat wiederfinden. Da kommt der Player mit den meisten Daten in Deutschland und der Player mit den meisten Flächen in Deutschland zusammen. Und diese Allianz hat die Chance, erfolgreich zu sein. Und ist auch die einzige Allianz aus meiner Sicht, die von der Reichweite her den GAFAs was entgegenzusetzen hat. Das heißt, ihr könnt die Kampagne sozusagen verlängern, offline in die U-Bahn, auf die Litfaßsäule, auf alles, was Ströer zu bieten hat? Naja, da träumen wir jetzt mal gemeinsam in die Zukunft. Das mag irgendwann kommen. ECE ist ja auch noch ein Otto-Bestandteil, das ist aber wirklich große Vision und Fantasie. Aber bleiben wir ein bisschen down to earth. Hier und heute ist die Herausforderung, selbst wenn du 25 Millionen CRM-Daten hast, hatten wir ja schon mal eine Kooperation mit Springer und haben von diesen 25 Millionen Kunden kaum jemanden wiedergefunden. Und ich glaube, die Herausforderung bei jedem Unternehmen, was mit Daten arbeiten möchte, ist es, diese Kunden auf anderen Flächen zu finden. Und da haben wir mit Ströer einen sehr smarten Partner, weil die Otto-Gruppe seit 20 Jahren auf T-Online viel Werbung schaltet und wir dort unsere Kunden akquiriert haben und da jetzt auch wiederfinden. Das wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen, wenn wir mal ein bisschen Richtung Zukunft denken, kann man ja ruhig. Wenn wir diesen Müsli-Riegel nehmen und sagen, wir haben rausgefunden, Sportler mögen den und wir wollen das offline verlängern. Wie funktioniert dann die Buchung bei Ströer? Also finden wir dann Flächen in der Nähe von Sportchecks oder wie finde ich meine Zielgruppe? Naja, da kann man viel Fantasie haben. Fangen wir mal heute. Heute würde ich diesen Nutzer, der sich für Müsli-Riegel interessiert oder hat ihn ja gekauft, den würde ich erstmal im Netzwerk von Ströer auf Facebook oder im GDN mit genau dem Müsli-Riegel und der Information, die ihn interessiert, wiederfinden. Ich glaube, ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass TV-Werbung und Plakatwerbung in wenigen Jahren genauso ausgeliefert werden wird wie heute Internetwerbung. Und dass dann natürlich derjenige, der die Daten hat, in einer extrem komfortablen Situation ist, wenn er Daten und Flächen verbinden kann. Das ist für mich völlig klar. Das würde bedeuten, dass die Flächen digital sind und je nach Standort oder je nach Nutzer sogar unterschiedliche Bilder zeigen würden. Oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, rein theoretisch, wenn dann nur, wir sind ja in einem Land, wo wir sehr viel Wert auf Datenschutz legen, wir als Otto-Gruppe auch. Jetzt den individuellen Nutzer, der vom Plakat steht, diesem einen Nutzer eine Müsli-Riegel einzuwenden, ist datenschutzrechtlich natürlich bedenklich, wahrscheinlich auch von der User Experience. Aber wenn da nun 100 Nutzer davor stehen, von denen 10 sich für Müsli-Riegel interessieren, dann könnte das Sinn machen. Und man kann natürlich über diese Information viel bessere Bewegungsdaten der Nutzer bekommen, die sich die vor den Plakaten bestehen und kann dann segmentbasiert anders aussteuern. Das wird sowohl im TV kommen, wie auch auf Plakatflächen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich glaube, dass das lineare TV in den nächsten 3 Jahren so tot sein wird wie Print aktuell. Das bedeutet aber wie würde man, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie würde man tracken, dass diese Person oder diese Personengruppe jetzt sich für Müsli-Riegel interessiert? Da will das aber jemand ganz genau wissen. Man muss die Regel soll ja erfolgreich werden. Ja. Also nehmen wir das konkrete Beispiel. Ich liebe jetzt Beispiele. Wir setzen den Fall, wir haben auf Sportcheck eine Microsite. Auf dieser Microsite haben sich 100.000 Leute Müsli-Riegel angeschaut und haben eine hohe Verweildauer gehabt, waren da 10, 20 Sekunden, haben sich die Rezepturen angeschaut. Dann wäre ich in der Lage, diese 100.000 Menschen, die sich den Müsli-Riegel angeschaut haben, in einem Cookie diese Information anonymisiert hineinzutragen.
Und wenn ich dann wenn die Leute dann mit ihrem Smartphone an den Plakaten vorbeigehen, kann ich sagen, jetzt ist hier eine hohe Dichte an Müsli-Riegel-Interessierten. Ich blende jetzt das Plakat rein. Und die sind gerade nachmittags da, morgens sind eher die Familieninteressierten da, abends eher die Party-People. Das heißt, den gleichen Datenbestand, den ich nutze, um die Werbung, die Display-Werbung auf den Seiten auszuspielen, diese Information kann ich auf den mobilen Devices nutzen, weil ich natürlich über DoubleClick und Google auch auf den mobilen Browsern vertreten kann, bin und kann dann über eine Geokodierung natürlich schauen, für welches ist gerade das Plakat, was am dichtesten von den Nutzern ist. Bleibt das denn trotzdem noch anonymisiert? Ja, das muss man voraussetzen, ja. Das ist eben die Kunst der Sache. Es muss dann über ein Cookie gehen, es muss über eine Anonymisierung sehen. Man muss die größere Stückzahl haben. Ein viel schöneres Beispiel für Geokodierung ist das, was wir jetzt mit Fußballvereinen gemacht haben. Wir haben beispielsweise die Fußballstadien geokodiert. Und als die Bundesliga-Saison begonnen hat, waren wir in der Lage, den Menschen, die ein Stadion besucht haben, danach passend zu dem Stadion das richtige Trikot zum Kauf anzubieten. Ja. Das sind natürlich Cases, die sind super spannend. Und gerade wenn das dann noch mit Daten in Zusammenhang kommt, wo ich weiß, das sind Kinder im Haushalt, da biete ich nochmal das Trikot in Größe 142 an oder wie auch immer. Viele spannende Case heute schon möglich oder auch in der Zukunft, um Müsli-Riegel oder andere Produkte zu vermarkten. Vielen Dank für die Einblicke in die aktuelle Welt der Retail-Media. Thorsten Ahlers, noch einen schönen Abend auf der DMX. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, auch danke. Euch auch noch einen schönen Abend.